Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Vor einiger Zeit hatte ich euch das Danalog vorgestellt. Das war ein smartes Türschloss, was mittels iPhone, denn ja, das war damals die HomeKit-Variante, entsperrt werden konnte. Genauso natürlich auch mit der Apple Watch, mal ausgeklammert. Das Ganze war echt cool, hat viele von euch interessiert und ich bin ja hier eh ein relativ stark HomeKit-lastiger Kanal. Deswegen habe ich Nuki gefragt, ob ich deren smartes Türschloss mal testen kann und ratet richtig, genau, ich habe es jetzt seit einem Monat verbaut, habe das Ganze auf Herz und Nieren getestet, mit dem iPhone, mit deren eigener App, mit der Apple Watch, mit deren eigener App und natürlich mit HomeKit, denn das ist ja theoretisch das Einfachste. Was ich davon halte, was meine Tipps und Tricks dazu sind und wie mein Fazit nach einem Monat Nutzung ist, das seht ihr in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Zunächst aber ein dickes Dankeschön an Nuki, denn die haben mir sowohl das Türschloss als auch sämtliches Zubehör dazu zur Verfügung gestellt. Wenn ihr euch jetzt wundert, welches Zubehör, das kommt erst in einem separaten nächsten Video. Deswegen unbedingt jetzt schon mal hier auf Abonnieren klicken und in die Kommentare schreiben, ob ihr da vielleicht Wünsche zu sowohl dem Opener, dem Nummernpad und dem Fob habt. Denn das sind die drei Zusatzteile, die ich nochmal extra für euch teste. Hier und heute geht es jetzt rein um das Türschloss. Und natürlich um die Bridge, denn die braucht ihr, um euer iPhone damit koppeln und verbinden zu können und das Ganze von unterwegs. Und ja, reden wir nicht weiter, sondern schauen wir uns das Ganze an und schauen, wie es funktioniert. Dabei montiert ihr das Nuki Smart Lock ganz einfach auf die Innenseite eurer Tür. Fällt dabei nicht groß auf, es gibt zwei verschiedene Verbaumethoden, einmal mit einer Klebeplatte, einmal mit einer Klemmplatte. Da kommt es einfach drauf an, wie groß euer Zylinder aus der Tür steht. Zylinder ist auch schon ein gutes Stichwort, denn diesen könnt ihr einfach drin lassen. Das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu dem Danalog beispielsweise, wo ihr ja den dort mitgelieferten Zylinder nehmen musstet. Und wenn ihr hier ein Schließsystem habt, kommt ihr von außen und auch jeder andere, der einen Zentralschlüssel oder ähnliches hat, weiterhin in die Wohnung. Hat mir gut gefallen und ist für mich ein wichtiger Aspekt von dem ganzen System. Dabei steht auch dieses Smart Lock gar nicht so weit von der Tür ab, macht einen ziemlich guten Eindruck und ist für meine Begriffe nicht so sehr aufgefallen. Klar, man sieht, es ist nicht eine klassische Tür verbaut, aber es ist einfach praktisch und zweckmäßig, sagen wir es mal. Dazu gibt es noch einen kleinen Magnet, der signalisiert der Tür, wie weit diese gerade geöffnet ist oder ob sie allgemein geöffnet ist. Das ist nochmal so ein Sicherheitsfeature und fand ich ganz gut. Das muss konfiguriert werden und dann funktioniert es einwandfrei. Gepowert wird das Ganze, wie hier zu sehen, durch Doppel-A-Batterien. 4 Stück an der Zahl und soll eine ganze Zeit halten. Ich habe das jetzt hier seit 2 Monaten verbaut und muss noch keine Batterien wechseln. Zum Smart Lock an sich gibt es noch eine Bridge dazu. Diese ist jetzt bei mir einfach neben ein paar anderen Bridges in der Wohnung aufzufinden. Und diese ermöglicht dann die ganze Connectivity. Sei es jetzt über die Nuki eigene App oder eben über HomeKit. Bei HomeKit habt ihr leider weiterhin nur die Möglichkeit, die Tür zu öffnen und zu schließen. HomeKit weiß keine geschlossene Stellung, wo die Tür nicht zugesperrt ist. Dazu muss man dann leider in die Nuki eigene App. Diese ist aber verständlich und einfach. Ignoriert hierbei jetzt bitte das Haustürzeichen, denn wir kümmern uns ja jetzt hier nur um den reinen Smart Lock. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, um dann auch die weiteren Accessoires und so weiter zu sehen. In der eigenen App von Nuki habt ihr dann smarte Gesten, da könnt ihr einfach durchwischen, das Ganze öffnen und schließen. Das erkennt dann, was gerade die richtige Situation ist. Ihr könnt das Ganze aber auch noch detailliert machen, indem ihr einfach drauf tippt und dann könnt ihr exakter auswählen, was ihr in der jeweiligen Situation gerade tun wollt, also öffnen, schließen und so weiter. Hat gut geklappt, hat mir im Alltag gefallen und die Nuki-App bietet auch weiterhin noch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel den Key teilen könnt, egal ob es jetzt Zeitzonen sein sollen oder gewisse Personen und so weiter, könnt ihr einfach sagen, hier, Person XY kriegt von mir einen Einladungskey und kann dann eben auch in meine Wohnung. Ihr könnt außerdem mit den smarten Features wie Lock and Go zweimal auf das Smart Lock klicken und dann wird, wenn ihr die Tür hinter euch schließt, zugesperrt. Das fand ich praktisch und habe ich eigentlich beim Gehen immer verwendet. So ist die Tür immer geschlossen und wenn man sonst mal zu faul ist, die Tür zu schließen, habt ihr dieses Problem jetzt hier nicht mehr. Außerdem natürlich, wenn ihr dann von außen kommt, könnt ihr einfach mit dem Handy eure Tür öffnen und wie gesagt eben auch andere Personen, denn ihr bekommt Benachrichtigungen, wenn zu Hause aufgeschlossen wurde und es gibt ja zahlreiche Anwendungsfälle. Beispielsweise denke ich da nur an die Pflege oder andere Bereiche,
wo dann Pflegemitarbeiter nicht mehr irgendwie einen Schlüsselbund von 20, 30 Wohnungen am Tag mitnehmen müssen, sondern einfach über so einen Key hineinkommen. Finde ich ziemlich praktisch und ist echt ein cooles System, was da hinter Nuki sich verbirgt. Ihr könnt natürlich auch stundenweise das Ganze dann freigeben, dass nur in dem Bereich nach Hause oder jemand zu Hause reingehen darf. Von außen könnt ihr das Ganze dann sowohl über Siri per Sprache bedienen oder auch über die HomeKit-App. Dabei funktioniert es natürlich entweder, wie hier zu sehen jetzt, über die Apple Watch oder wie vorhin gezeigt auf dem iPhone simultan. Das geht genauso. Was bei der Apple Watch cool war, ist, dass das Ganze, wenn ihr es über die HomeKit-App macht, auch mit der LTE-Variante ohne Handy nutzt. Das geht bei der Nuki-eigenen App nicht, denn dabei muss das Handy immer mit der Uhr verbunden sein, dass die Verbindung dann hergestellt wird. Ist das, was man wissen muss, war beim Joggen oder nach dem Joggen bei mir ein kleines Problem, aber die HomeKit-App als Backup zu haben, ist dabei natürlich praktisch, denn ihr kommt einfach rein, habt nur die Uhr am Handgelenk und das ist ziemlich cool. Das Nuki Smart Lock funktioniert zuverlässig. Ich hatte ein, zwei Mal das Problem, dass es ein bisschen geklemmt hat. Davon konnte ich aber gern absehen, denn es ist eben klassisch, funktioniert weiterhin auch manuell und ihr könnt eben diesen großen Vorteil nutzen, von außen euren klassischen Schlüssel zu haben. Das war für mich eins der Key-Features, vor allem auch im Vergleich zur Konkurrenz. Das soll es jetzt aber schon wieder gewesen sein zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln. Mir hat das Teil im Alltag wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte einige Tage, wo ich gar keinen Schlüssel mehr mit hatte. Einziges Problem war so ein bisschen nach dem Joggen, denn da brauchte man dann doch einen Schlüssel, um allgemein hier ins Haus zu kommen. Deswegen jetzt hier der Hinweis, es kommt ein Video inklusive des Openers, wo ihr dann auch eure Haustür in dem Mehrfamilienhaus aufmachen könnt, ohne euren Vermieter fragen zu müssen und ohne irgendwo in ein Haussystem eingreifen zu müssen. Ziemlich cooles System, hat mir auch sehr gut gefallen. Da verlinke ich euch hier oben mal das neue Video, wenn es dann schon online ist. Wenn nicht, seht ihr das bald und allgemein kann ich da schon mal sagen, dass es mir auch sehr, sehr gut gefällt. Deswegen unbedingt, wie vorhin gesagt, Abo nicht vergessen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von sowas haltet. Wärt ihr lieber auf der Danalog-Seite, was ich euch damals gezeigt hatte, oder seid ihr lieber dafür, euren herkömmlichen Schlüssel wie hier im Nuki-System eben zu verwenden, ohne einen neuen Zylinder einbauen zu müssen? Und was haltet ihr allgemein von smarten Türschlössern? Seid ihr eher so der Skeptische, der da Angst hat, sein Zuhause, seine Tür irgendwo smart zu machen? Oder habt ihr da Bock drauf, mit eurer Uhr die Haustür, Wohnungstür, was auch immer, aufsperren zu können? Lasst uns dazu gerne in die Kommentare schreiben. Und dann war es das jetzt mit diesem Video. Danke euch fürs Zusehen. Danke nochmal an Nuki für die Zurverfügungstellung der Produkte. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.